Super. Also gut. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Das freut mich sehr. Eben als allererstes vielleicht mal, wer bist du und was machst du? Genau. Mein Name ist Felix Stalder. Ich bin Soziologe, Kulturwissenschaftler. Ich unterrichte einerseits an der Zürcher Hochschule der Künste, dort im Kunstdepartement Digitale Kultur. Und andererseits arbeite ich in vielen kulturellen freien Projekten, die alle sich an der Schnittstelle von Technologie, Kultur und Politik bewegen. Und im Zuge dessen hast du jetzt kürzlich ein Buch rausgebracht, das nennt sich Kultur der Digitalität. Vielleicht vom Titel ausgehend, dass du kurz diese beiden Aspekte definieren kannst, also wie verstehst du innerhalb dieses Kontextes Kultur und wie Digitalität? Genau, als Kultur verstehe ich eigentlich die Summe aller Aushandlungsprozesse von geteilter Bedeutung. Also wie kommt eine Gruppe von Menschen, das kann eine kleinere Gruppe sein, es kann aber auch eine Gesellschaft als Ganzes sein, zu gewissen Werturteilen. Was ist schön, was ist hässlich, was soll erlaubt sein, was soll verboten sein, was ist erstrebenswert, was soll man unbedingt vermeiden, was ist wichtig, was ist unwichtig. All diese Werturteile, die kommen ja nicht, sozusagen sind nicht gegeben und die kommen nicht von irgendwo her, sondern die werden ausgehandelt von verschiedenen Personen, die entweder eigene Werturteile vorbringen oder sich zu denen von anderen verhalten, indem sie sagen, ja genau, das sehe ich auch, das sehe ich nicht. Und diese ganze Summe macht eigentlich die Kultur aus. Teilweise sind das abgeschlossene Verhandlungen, die im Moment gerade nicht kritisch sind und die sich vielleicht verdichten in Objekte, in Praktiken, in institutionelle Abläufe, in Normen und Regeln. Und da sind aber, und das glaube ich ist heute ganz besonders so, sehr viele Punkte, die umstritten sind. Also wo diese Aushandlungsprozesse virulent sind, wo verschiedene gegeneinander stehende sozusagen Bedeutungsansprüche sich begegnen und irgendwie verhandelt werden. Nicht immer erfolgreich, nicht immer führt das zu einem Konsens, aber es besteht ein Prozess der Aushandlung eben von was ist wichtig, unwichtig und anderen Normen. Diese Gesamtprozesse machen die Kultur aus. Digitalität auf der anderen Art ist ein spezifisches Muster. Also es ist eine Eigenschaft, wie diese Prozesse geordnet sind. Wie sind die strukturiert, was für Eigenschaften haben die und es Gegenstück dazu wäre so etwas wie die Kultur des Buches vielleicht, wo jetzt auch nicht unbedingt heißt, dass die im Buch drin ist, ähnlich wie Digitalität heißt nicht im oder am Computer, sondern es ist ein Muster. Also wenn wir uns beispielsweise die Buchkultur anschauen, dann sehen wir eindeutige Muster, beispielsweise eine Präferenz von Linearität. Dinge haben einen Anfang, eine Mitte, ein Ende. Und in der Linearität beispielsweise auch eine Präferenz von Ursache-Wirkung-Beziehungen. Wir versuchen alles auf eine Ursache zurückzuführen und die Ursache ist immer zuerst und die Wirkung kommt nachher. Andere Dinge sind Versuche, die Welt in eine stabile, sozusagen eindeutige Ordnung zu ordnen, Klassifikationssysteme zu machen, in denen alles immer nur an einem Ort ist. Also ein Tier im Stammbaum beispielsweise kann nur an einem Ort gleichzeitig sein. Also das sind so typische Muster, wie quasi die Buchkultur versucht hat, die Welt zu ordnen und eben zu Bedeutung zu kommen und solche Fragen zu klären. Jetzt Digitalität sind andere Muster, andere Verfahren, andere Präferenzen, andere Intuitionen vielleicht auch, wie die Welt sozusagen geordnet wird und welche Prozesse da wirksam sind. Und ich habe jetzt im Buch da drei rausgegriffen. Der erste ist Referenzialität, der zweite ist Gemeinschaftlichkeit und der dritte ist Algorithmizität. Und
Wir können darüber sprechen, aber ich würde gerne noch sozusagen einen Schritt zurückgehen, weil sehr oft, wenn wir über digitale Themen sprechen, ist die Idee, dass zuerst kommt die Technologie und danach kommen dann die Wirkungen der Technologie. Das ist ein sehr reduktionistischer oder vielleicht auch technodeterministischer Ansatz, wo wir ein System haben, das relativ stabil ist und dann bricht eine Technologie ein, die irgendwie alles verändert. Und das, glaube ich, ist ein falscher Ansatz, so etwas zu verstehen. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass die Kultur der Digitalität nicht mit dem Internet oder dem Computer in dem Sinn beginnt, sondern eigentlich eine lange Vorgeschichte hat, wie ein altes System, ein altes Ordnungssystem, eine alte kulturelle Landschaft oder wenn man das sozusagen mit McLuhan nennen würde, eine ganze kulturelle Galaxie, wie die ins Wanken gerät, wie da gewisse alte Formeln, alte Verfahren an Glaubwürdigkeit verlieren und eine Vielzahl von Akteuren beginnt, sich andere Vorstellungen zu machen. Und das sehen wir jetzt zumindest im kulturellen Westen, also im transatlantischen, nordatlantischen Raum, teilweise im späten 19. Jahrhundert beginnen, aber sicher im Verlauf der 60er Jahre an Fahrt aufnehmen. Also werden alte Ideen von Ordnungen, von Hierarchien, von Werten, von was heißt es, ein Mann zu sein, was heißt es, eine Frau zu sein, wie soll ich mich verhalten, was ist erstrebenswert, die geraten in die Krise und die Institutionen, die eigentlich diese gesellschaftlichen Diskurse kanalisiert haben, vor allem die Massenmedien, aber auch die Museen, die Archive, gewisse gesellschaftliche Institutionen, die Kirche und andere, die werden zunehmend mit einer Vielzahl von Bedeutungsansprüchen und von sozusagen abweichenden Werteansprüchen konfrontiert, die sie nicht mehr kanalisieren können. Also wir sehen im Verlauf der 60er Jahre eine Vielzahl von sozialen Bewegungen, die beginnen, eine andere sozusagen Wertehierarchie vorzuschlagen. Im Buch habe ich sogar sie rausgepflückt als ein Beispiel für viele andere, das Entstehen der Schwulenbewegung und die Transformation dann in eine schwul-lesbisch-queere Bewegung Ende der 90er Jahre, wo Menschen mit ihren kulturellen Praktiken und ihren Lebensentwürfen und ihren spezifischen Perspektiven, die es natürlich immer gab, aber die sozusagen keinen Anspruch erheben konnten, die auch in der Öffentlichkeit wahrzunehmen und anerkannt zu sehen, dass die beginnen, eine eigene sozusagen kulturelle Produktion zu forcieren. Also wir haben eine Explosion von Buchläden, Kulturvereinen, Verlagen, Filmen und so weiter, die ein anderes Bewusstsein, einen anderen sozusagen kulturellen Horizont zum Ausdruck bringen. Und diese Bewegungen erschüttern sozusagen das alte Gefüge. Und die beginnen, eine neue Form von kulturellen Verhandlungen auszuführen, die eben auf Vielzahl, auf eine enorme Diversität und nicht auf eine Reduktion auf sozusagen Essenzen und klare Kategorien orientiert ist. Und die untergraben langsam die Legitimität dieser bestehenden kulturellen Institutionen. Und das Internet sozusagen, das kommt da relativ spät rein, in dem Ende der 90er Jahre wird das sozusagen zu einem Massenphänomen und erlaubt dann diese neuen kulturellen Prozesse, die eben auf Vielfalt, auf nicht auf Reduktion aus sind, diese neuen Formen von Selbstermächtigung und Selbstaktivierung auf eine neue sozusagen gesellschaftliche, technologische und institutionelle Basis zu stellen. Die Formen, die dort aber reinfließen, die gab es aber schon vorher. Nur wird es jetzt sozusagen auf dieser neuen technologischen, institutionellen Basis von der sozusagen
gesellschaftlichen Rändern ins gesellschaftliche Zentrum und etabliert so etwas wie eine neue Normalität, also eben ein neues, dominantes oder zumindest andere kulturelle Formen überlagernde sozusagen Kultur, die ich eben dann die Kultur der Digitalität nenne. Und die zeichnen sich aus durch diese drei Grundmuster. Also ich will nicht sagen, dass es noch mehr gibt, das ist absolut jetzt keine abschließende Liste, aber es sind die, die ich überall zu sehen glaube. Oder man kann relativ gut nachweisen, eben die Referenzialität als eine Art der Ordnung, also die erste Art der Ordnung, die Gemeinschaftlichkeit sozusagen als der Raum der Verhandlung und die Algorithmizität als eine Art Weltvorsortierung, bevor die individuelle sozusagen kognitive Leistung überhaupt einsetzen kann. Hier handelt es sich um Fragen des Wies, also wie wird etwas gemacht, nicht um was gemacht wird, sondern quasi die Methoden und die Verfahren, wie etwas gemacht wird. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen wie etwas gemacht ist und was etwas gemacht wird, aber dieser Zusammenhang ist sehr offen. Aber wenn wir jetzt schauen, wie Dinge gemacht werden, dann sehen wir eben drei sozusagen Verfahren, die immer präsent sind oder sehr, sehr häufig präsent sind. Und das war eben die Referenzialität, die Gemeinschaftlichkeit und die Algorithmizität. Das sind Verfahren, die auf die spezifische sozusagen Grundbedingung, mit der sich Menschen unter diesen Bedingungen sozusagen der Digitalität konfrontiert sehen, reagieren. Und diese Bedingungen sind folgende, ausgehend aus diesem gesellschaftlichen Wandel, der in den 1960er Jahren sozusagen Schwung aufnahm, ist, dass mehr Menschen, nicht alle, aber mehr Menschen als je zuvor involviert sind in diese Prozesse der Aushandlung von was ist wichtig, was ist unwichtig. Wir haben eben nicht mehr die wenigen Spezialisten, die sozusagen im Leitartikel der Zeitung oder in der Fernsehdiskussion stellvertretend für alle anderen verhandeln diese Fragen, sondern immer mehr Menschen sind direkt als Produzenten in diese Fragen involviert. Und das führt dazu zunächst, dass es ein quantitatives Mehr an Meinungsäußerung gibt. Das ist das eine. Das zweite dieser Grundbedingung ist, dass die Kultur oder die Felder des Kulturellen, also wo eben solche Aushandlungsprozesse stattfinden, das wird immer größer. Also viele Dinge, die wir bis vor kurzem nicht wirklich als kulturelle Fragen angesehen haben, werden plötzlich kulturelle Fragen, die eben ein Werturteil oder eine Werthaltung verlangen. Also beispielsweise die Frage, ob ein Baby nach dem Tod der Mutter geboren werden soll, ob das gut oder schlecht ist. Das ist eine Frage, die sich sehr lange Zeit nicht gestellt hat, weil es unmöglich war. Jetzt wird auf einer tiefen Ebene, sozusagen auf der menschlichen Reproduktion, stellen sich plötzlich kulturelle Fragen, die es so noch nie gab und zu denen es auch kein gesellschaftlicher Konsens gibt. Es gibt zwar teilweise gesetzliche Regelungen, aber es gibt keinen Konsens, ob es, wenn es bei uns vielleicht verboten ist, gewisse Dinge zu machen, ob es nicht doch okay ist, nach Spanien zu gehen, wo solche Dinge erlaubt sind. Also hier ist jeder Einzelne, der sich in diese Lage kommt, muss sich irgendwie für sich selbst ein Urteil fällen und zu einer Haltung kommen, zu einem Thema, wo es keinen Konsens gibt und das relativ neu ist. Also das ist eine Ausweitung sozusagen des Kulturellen auf Felder, die bisher sozusagen von diesen Fragen nicht berührt waren. Das ist jetzt sozusagen Fragen der Reproduktion anschauen, ist das wie die große tiefe Ebene. Es ist aber auch auf anderen Ebenen, auf vielleicht ein bisschen trivialeren Ebene. Welches Bild ist schön?
Das hat früher sozusagen hat eine Zeitungsredaktion gemacht und gesagt, das ist das wichtige Bild für dieses Ereignis. Und jetzt muss das jeder selber machen. Ich muss sagen, ja, das Bild gefällt mir, ich klicke ein Like, das Bild gefällt mir nicht. Und mit jedem dieser Likes wird eben eine Werthaltung zum Ausdruck gebracht. Das ist das Zweite. Also wir haben einerseits immer mehr Menschen und immer mehr Felder, in denen diese Diskussion stattfindet. Das Dritte ist, dass diese Diskussionen, diese Verhandlungsprozesse auf Basis komplexer oder in komplexen technologischen sozusagen Arrangements stattfinden. Nur die sind überhaupt fähig, diese Menge an Kommunikation zu bewältigen. Also eine Zeitung, auch wenn sie es möchte, kann nicht 1000 verschiedene Meinungen berücksichtigen, sondern sie muss eben die Redaktion sagen, diese eine oder diese drei Meinungen, die sind relevant. Das geht strukturell nicht. Das heißt, wir haben eine neue so eine technologische Infrastruktur, die eben erlaubt, diese Menge an Kommunikation zu bewältigen. Aber diese Menge ist eben relativ schwach strukturiert. Es gibt eben niemanden, der sagt, das ist wichtig und stimmt dann für alle. Das heißt, jeder Einzelne oder die Kultur als Ganzes ist aufgefordert, aus dieser enormen Menge von kulturellen Referenzen, die da publiziert werden oder die zirkulieren, die in eine Ordnung zu bringen und denen Bedeutung zu verleihen. Und da sind eben diese drei Begriffe kommen da rein. Die Referenzialität bedeutet, dass jeder Einzelne als basalste kulturelle Handlung auswählen muss. Er muss sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Das interessiert mich nicht. Da stimme ich zu, das lehne ich ab. Und das kann ganz klein sein, eben ein Like ist eine Zustimmung oder eine Weiterleitung sagt, das finde ich interessant. Aber diese Tätigkeit des Auswählens vor dem Hintergrund einer unüberblickbaren Vielzahl ist eben eine produktive Tätigkeit geworden. Weil damit sage ich mit jedem Like, sage ich im Minimum, das Bild gefällt mir. Was bedeutet, dass eine unendlich große Zahl an Bildern mir nicht gefällt oder es nicht wert ist oder überhaupt nicht in meine Wahrnehmung fällt, kommt. Also damit treffe ich eine Auswahl. Und diese Auswahl, die ist ja nicht nur einmalig, sondern das ist sozusagen das Grundmuster dessen, was wir mit digitalen Medien machen. Und damit entsteht so etwas wie eine Art ein Weg, ein individueller Weg durch einen ungeordneten Raum. Man sagt, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Und aus der Serie von Referenzen, die man sagt, die sind für mich wichtig, gibt es so etwas wie eine Art ein kultureller Horizont. Das ist meine Welt, das sind die zentralen Punkte darin, das sind die weniger zentralen Punkte, das ist wichtig und das ist unwichtig. Und wir sehen das, das ist jetzt nicht nur auf der Ebene der digitalen Medien, sondern wenn wir in einer Vielzahl auch in anderen sozusagen kulturellen Genres wird das Referenzieren immer wichtiger. Also in der Wissenschaft war es eh schon immer wichtig, aber wenn wir uns heute Filme anschauen, dann ist ein Teil des Vergnügens, der Filme anzuschauen, die ganzen Referenzen zu erkennen und mal tiefer, mal weniger tief da einzutauchen. Also die Bedeutung eines Filmes oder wenn wir in der Kunst schauen, ist es auch ganz stark so, dass die extrem mit Referenzen arbeiten und damit einerseits auf sich verändernde Sehgewohnheiten reagieren, aber auch in Arten ein Referenzsystem für sich selber abstecken und sagen, diese Dinge sind für mich wichtig und die geben den Rahmen, innerhalb dessen meine Äußerung einen Wert bekommt. Das heißt, das Referenzieren ist eine produktive Tätigkeit geworden,
die einen unsicheren, nicht geteilten Horizont absteckt. Weil es nicht mehr klar ist, dass eh alles selbe Wissen, eh alle sich im selben sozusagen Kanon befinden und wissen, das sind die 200 Bücher, die man gelesen haben muss, um als gebildet zu gelten. All das geht nicht mehr. Oder geht viel weniger. Und deshalb macht dieses extensive Referenzieren, baut für jeden Einzelnen, zunächst mal für sich selber, so etwas wie einen Horizont auf, der sagt, okay, für mich sind die und die und die und die Punkte sind wichtig. Das geht aber nicht alleine, weil einerseits jeder Einzelne mit Fragen von Sinn überfordert ist, aber auch, weil es eben die Bestätigung anderer braucht, du findest das gut, ich auch. Und damit ist das eigene Werturteil, das sich eben in so einer Geste ausdrückt, wird validiert. Und natürlich gemeinsam lassen sich viel mehr, ein viel dichterer kultureller Horizont sozusagen eröffnen. Weil es sagt, wenn du das interessant findest, dann schau das an. Und damit gibt es eine größere Komplexifizierung und eine Stabilität zu diesem kulturellen Horizont. Und deshalb ist eigentlich die Entität, die Bedeutung hervorbringt, ist eben nicht der Einzelne. Es ist nicht, ich denke das in meinem Kopf und dann schreibe ich es auf und das ist es dann. Das ist quasi das klassische Subjekt, sondern es ist eben diese Aushandlungsprozesse zwischen. Ist die Gemeinschaft, oder Gemeinschaft ist ein kompliziertes Wort und so ein bisschen überdeterminiert, vor allem in der deutschen Sozialwissenschaft, aber sie haben eben gemeinschaftlichen Charakter. Wir machen das gemeinsam. Wir bestimmen hier, was wichtig und was unwichtig ist. In unserem Umkreis gilt das. Das ist sozusagen dieser gemeinschaftliche Aspekt, der sozusagen aus dieser extremen Individuumzentriertheit, die klassische Buchkultur hervorgebracht hat, in ein anderes Muster, sozusagen das Erkenntnissubjekts sozusagen hervorbringt. Aber das wäre eigentlich, ist immer noch eine relativ schwache Methode. Also jeder Einzelne kann ein paar hundert Referenzen am Tag oder ein paar tausend Bilder am Tag sozusagen filtern. Gemeinschaftlich kann man das vielleicht auf ein paar, in irgendeiner Haushaltszahl, 10.000, 100.000, vielleicht eine Million machen, aber es gibt Milliarden. Das heißt, es kommt ein dritter Aspekt dazu, der sozusagen konstitutiv für diese Kultur ist, dass sie nämlich von maschinischen Prozessen durchzogen ist. Und dass sehr viel von dem, was wir überhaupt wahrnehmen, zuerst mal maschinisch sozusagen präpariert und vorsortiert wurde, damit wir es überhaupt wahrnehmen können. Also es gibt eine sehr, sehr beschränkte Anzahl von Überschriften, die ich lesen kann, also sinnerfassend lesen kann, meine ich jetzt. Und deshalb brauche ich eine maschinische Instanz, die mir aus den Milliarden möglicher sozusagen Website-Titel eine kleine Zahl 10 oder wenn ich draufklicke, vielleicht 20, 30 raussucht, die ich dann überhaupt sinnerfassend, kritisch sozusagen lesen kann. Das heißt, wir haben noch nebst diesen individuellen und gemeinschaftlichen Sortierungs- und Filterungsmechanismen, die sowas wie einen Horizont generieren, in dem Bedeutung überhaupt erst festgestellt werden kann, haben wir noch eine dritte Ebene, eine maschinische Ebene, die immer schon mitläuft. Man könnte vielleicht sogar sagen, sie ist diesen anderen beiden, zumindest auf der Ebene der individuellen Erfahrung, vorgeschaltet. Bevor ich überhaupt denken kann und sozusagen kognitiv aktiv werden kann, brauche ich eine Filterung dieser extremen Menge an Dingen auf ein Maß, die meiner Wahrnehmung überhaupt zugänglich ist. Das ist dann sozusagen der dritte konstitutive Prozess, der unabhängig davon, was ich mache, eigentlich immer mitläuft. Und, und daraus kommt eben diese Überlegung dieser drei sozusagen
Eigenschaften dieser Kultur. Vielleicht als nächsten Punkt, also daraus folgt, also aus diesen Veränderungen, die du da beschrieben hast, folgt ja auch eine sich ändernde Machtkonstellation. Und da würde mich mal grundsätzlich interessieren, wie du die auch für dich skizzieren würdest auf der einen Seite. Und dann vielleicht auch nochmal, das ist sicher ein Teilaspekt natürlich dessen, mit einem spezifischen Blick auf die Frage der Algorithmizität. Mhm. Also inwiefern da dieses Vorsortieren von Welt immer ja gleichzeitig auch ein Konstituieren von Welt ist und dadurch einfach durch das Setzen einer Wissensarchitektur, wenn man so will, oder einer Architektur des Zugangs eigentlich schon also, ich glaube, irgendwo schreibst du von einer leichten Schrägsetzung der Basis, ja, die dazu führt, dass quasi in einer fast nicht spürbaren Form eigentlich Macht ausgeübt wird. Solche formalen Prozesse oder so Eigenschaften von Prozessen, die wir vorhin gesprochen haben, die sind nur relevant, die werden relevant in konkreten sozusagen sozialen Situationen. Und wenn wir uns anschauen, auf die Politik betrachtet, dass die wesentlichen Elemente der sozusagen klassischen politischen Institutionen, die waren alle auf Repräsentation fokussiert oder um Repräsentation herum strukturiert. Das heißt, jemand hat aus der angenommenen Gleichartigkeit mit einer großen Zahl von Personen für diese Personen gesprochen und hat damit sozusagen die Kommunikationsmenge verringert, dass eben nicht mehr 10.000 Leute sprechen mussten, sondern nur noch eine. Und damit konnten diese Aushandlungsprozesse sozusagen mit den medialen Möglichkeiten konnten die durchgeführt werden. Wenn wir jetzt aber sehen, dass sozusagen aus der Konstitution des Alltags immer mehr Leute selber involviert sind, ob sie das jetzt sozusagen freiwillig machen oder ob das sozusagen der neue Imperativ ist, desto schwieriger wird diese Annahme der Repräsentativität sozusagen des politisch Agierenden. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Vielzahl an kulturellen Geltungsansprüchen zunimmt. Das heißt, man fühlt sich immer weniger repräsentiert, wenn man sagt, na, ich bin eigentlich anders als die Person, die jetzt da für mich handeln sollte. Andererseits sind die Menschen auch gewohnt, sozusagen selber ihre Meinung als wertvoll zu betrachten und nicht zu denken, ja, vielleicht kann der das besser. Und das führt zu einer Krise dieser Institution, die eben mit diesen vielen Geltungsansprüchen nicht umgehen können. Also ein Parlament braucht, damit das funktioniert, braucht diese Reduktion von der Bevölkerung in Deutschland 80 Millionen auf die Parlamentarier 250 oder so. Also eine extreme, sozusagen repräsentative Veränderung. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass eine Vielzahl von Institutionen sozusagen entsteht, die diese Möglichkeiten oder diese Grundmuster der Digitalität aufnehmen, sie aber gänzlich in ganz andere sozusagen Richtungen legen. Ich habe da versucht, so ein bisschen holzschnittartig, das in zwei große sozusagen Tendenzen zu ordnen. Das eine versuche ich unter dem Begriff der Postdemokratie zu fassen und das andere unter dem Begriff der Commons. Das Wesentliche der Postdemokratie ist, dass Demokratie und der Beteiligungsverfahren nicht unbedingt abgeschafft werden. Sie werden teilweise sogar ausgebaut, aber immer mehr fundamentale Entscheidungen werden angesiedelt auf einer Ebene, die von diesem Beteiligungsverfahren überhaupt nicht erfasst werden kann. Und so hat man eine sozusagen Gleichzeitigkeit zwischen eben einer sozusagen Involvierung einer großen Zahl von Leuten und einer Verengung der Entscheidung
auf eine ganz kleine Anzahl von Leuten, die quasi nicht mehr kontrolliert werden durch die Aktivitäten der vielen. Und das sehen wir gerade in sozusagen digitalen Kontexten sehr, sehr häufig. Also das schon sozusagen klassische Beispiel dafür ist Facebook, das nicht von jedem Einzelnen erwartet, von all seinen 1,5 Milliarden Nutzer und Nutzerinnen erwartet, dass sie selber sozusagen sich beteiligen, ihre eigene Freundesliste anlegen, selber produzieren und sozusagen aktiv werden. Und darin liegt ja auch so das Versprechen dieser Medien, du kannst selber sozusagen deine Welt gestalten. Gleichzeitig sehr, sehr fundamentale Entscheidungen über die Konstitution dieser Welt, die werden gefasst auf einer Ebene, zu der die einzelnen Nutzer überhaupt keinen Zugang haben und nicht mal erwarten, dass sie Zugang haben. Es ist klar, die Privatsphäre-Einstellungen, die macht Facebook alle paar Jahre nach irgendwelchen Kriterien, die für sie als Firma positiv sind, macht die neu. Und was übrig bleibt, ist eine Take-it-or-leave-it-Proposition. So, ja, das ist jetzt geändert und entweder bleibst dabei und dann akzeptierst du die Änderungen oder du sozusagen trittst aus. Das ist der sozusagen Vorteil sozusagen im digitalen Kontext, dass man austreten kann. Das geht natürlich im klassisch-politischen Kontext nicht so einfach. Aber das ist eine sehr, sehr ambivalente Freiwilligkeit. Weil diese Medien ja nicht nur einfach praktische Dinge einem zur Verfügung stellen, sondern sie helfen einem eben dabei, sich selber und die Welt zu konstituieren. Also durch diese Prozesse, über die wir vorhin gesprochen haben, erlauben einem diese Medien eben an dieser Gemeinschaftlichkeit teilzunehmen, diese ganze Aufgabe des Referenzierens sehr, sehr effizient und sozusagen zu erledigen und einen spezifischen, eben geteilten Horizont aufzubauen, gemeinsam eben mit den anderen, mit denen man im Austausch ist. Das heißt, diese Medien, die sagen nicht mehr, über was man sprechen soll. Die geben eigentlich wenig inhaltliche Vorgaben vor. Das macht sie schon auch, aber ungern. Macht sie natürlich auch. Aber im Grunde geben sie sehr wenig vor, über was man reden soll. Sie sagen nicht, was wichtig ist und was unwichtig ist, was auf Seite 1 und auf Seite 27 stehen soll. Sondern sie geben einem die Möglichkeit des Sprechens überhaupt an die Hand. Und nicht nur geben sie einem die Möglichkeit des Sprechens an die Hand, sondern auch die Strukturen, in denen man sprechen kann. Und damit ist natürlich die Frage, ob man dabei bleiben will oder nicht, nach einer Änderung von irgendwelchen Bedingungen. Ist natürlich eine Frage, die jetzt plötzlich heißt, willst du weiter sprechen können? Ja oder nein? Und da ist natürlich, auch wenn es eine freie Entscheidung ist, ist die natürlich nicht mehr frei, weil die Konsequenzen dieser Entscheidung natürlich weittragend sind. Und da etabliert sich eigentlich so eine neue Form von Macht. Eine Macht, die jetzt nicht mehr disziplinierend im klassischen Sinn ist, die nicht mehr sagt, du sollst. Eine Macht auch nicht mehr, die im klassischen Sinn repressiv ist, die sagt, du musst oder du darfst nicht. Sondern eine Macht, die ermöglichend ist. Eine Macht, die sozusagen die Strukturen, die Möglichkeiten der Sozialität überhaupt definiert. Und die funktioniert so, dass sie eine Möglichkeit an die Hand gibt, zu agieren
unter dem Preis, dass man die Bedingungen dieser Möglichkeiten akzeptiert. Das heißt, man steht vor einer Wahl, will ich handeln können in einer spezifischen, vorstrukturierten Art und Weise oder nicht. Und das Nichthandeln kann aber dann eben dazu führen, dass man unsichtbar ist, dass man sich eben nicht konstituieren kann, dass man keinen sozusagen gemeinsamen Horizont der Möglichkeiten generieren kann. Und das heißt, für viele stellt sich dann die Frage, ob sie vielleicht lieber handeln unter Bedingungen, die sie aber strukturell benachteiligen. Und das ist ein bisschen die Situation, die wir haben in diesen postdemokratischen Institutionen. Sie erlauben uns zu handeln, aber unter Bedingungen, die uns, auch wenn sie auf Vernetzung angelegt sind, vereinzeln, die uns sozusagen immer schon so, unsere Handlungsmöglichkeiten immer schon so vorstrukturieren, dass sie optimal formatiert sind für Auswertung auf irgendwelche Gründe hin. Oder auf irgendwelche Ziele hin und dass wir deshalb sozusagen uns überlegen müssen oder vor die Wahl gestellt sind, wollen wir, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen überspitzt, ausgedrückt, wollen wir in einem kommerziellen Panoptikum agieren oder wollen wir uns zentrale Handlungsmöglichkeiten sozusagen nicht nutzen. Oder? Das ist die Frage, die wir haben. Dadurch, dass das Netzwerk, das uns überhaupt erst ermöglicht, oder diese Strukturen überhaupt erst ermöglicht zu handeln, in einer spezifischen Weise vorstrukturiert ist. Also man kann das ist jetzt nichts, was mit digitalen Technologien per se zu tun hat. Man kann es auch auf anderen Gebieten, also mit anderen Beispielen verdeutlichen. Wenn beispielsweise in einem Berufsfeld die Fachsprache oder die Verkehrssprache Englisch ist, dann hat jeder Einzelne die Frage sozusagen, will ich Englisch sprechen, ja oder nein? Und da kann man sagen, nein, will ich nicht. Das heißt aber auch, dass ich mich in diesem Feld nicht bewegen kann. Und da kommen dann natürlich viele zum Schluss, ja, ich will Englisch sprechen, weil ich will mich in diesem Feld bewegen, nehmen dafür in Kauf, entweder, dass sie halt sehr viel Aufwand betreiben müssen, um die Sprache gut zu erlernen, oder dass sie sich dort immer so ein bisschen ungeschickt bewegen, weil sie halt die Sprache nicht gut können. Das ist formal eine freiwillige Entscheidung, aber eine, die trotzdem als Zwang empfunden wird. Und ich glaube, das ist eine der... Und die Situation, die verlegt all diese Konflikte und diese Machtdifferenziale in den einzelnen Reihen. Also wir sind immer häufiger mit einer Situation konfrontiert, in der wir freiwillig Dinge machen, die wir nicht machen möchten. Und das ist natürlich eine schizophrene sozusagen Situation. Das sind aber die Folgen eben dessen, dass wir in diesen postdemokratischen Institutionen die Bedingungen des Handelns nicht mehr kontrollieren können. Die werden von jemand anderem für uns gemacht. Vielleicht ein anderes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wir leben immer die Sprache ist immer quasi ein historisches Artefakt, in dem wir bestimmte Wörter benutzen, Präferenzen und sozusagen Geschichten und Weltanschauungen zum Ausdruck bringen, die wir nicht selber gemacht haben, die wir vielleicht auch gar nicht bewusst sind, aber die sozusagen, wie wir in der Welt agieren und so prägen. Insofern ist diese Spannung ist nicht ganz neu. Was aber neu ist, ist, dass in diesen extrem zentralisierten postdemokratischen Institutionen einige wenige Akteure entscheiden können, der Sprache ein Wort zu nehmen oder der Sprache ein neues Wort hinzuzufügen, die Bedeutung eines Wortes zu verändern oder sie gleich zu lassen.
Also hier haben wir jetzt etwas, was man quasi mit einer zentralen Sprachinstanz vergleichen kann, die uns die Begriffe an die Hand gibt, mit denen wir überhaupt die Welt denken können und mit denen wir unser Handeln in der Welt überhaupt strukturieren können. Und diese Begriffe, jetzt etwas metaphorisch ausgedrückt, die werden jetzt eben zentral kontrolliert. Diese postdemokratischen Institutionen, die wir sehen und die in den letzten Jahren wahnsinnig groß geworden sind, sind aber nicht die einzigen sozusagen Institutionen, die fähig sind, die Potenziale der Digitalität auszudrücken oder zu realisieren. Was wir auch sehen, ist eine eigentlich extrem innovative Entwicklung innerhalb der Commons oder die neue Formen der Commons strukturieren oder generieren, die eben auch darauf aufgebaut sind, dass es keinen Unterschied mehr oder keinen fixen Unterschied mehr gibt zwischen sozusagen dem Produzenten und dem Rezipienten, dass alle involviert sind im Prozess der Produktion, dass eben jeder, der will, kann einen Wikipedia-Artikel schreiben und einen verändern, ist nicht darauf angewiesen, zuerst Mitglied einer Redaktion zu werden, die auch ganz stark über so gemeinschaftliche Aushandlungen, was wollen wir, wie wollen wir es machen, und die natürlich auch Wikipedia basiert, oder sehr viele andere ähnliche Projekte auch, basieren und sind überhaupt erst möglich auf einer komplexen technologischen Struktur. Mit einer Druckerpresse wäre es unmöglich, ein Projekt wie Wikipedia zu machen. Aber eben mit anderen sozusagen Infrastrukturen ist es möglich. Und hier sehen wir, dass diese Institutionen die gleichen sozusagen formalen Eigenschaften haben, aber ganz andere politische und gesellschaftliche Visionen zum Ausdruck bringen. Nämlich sie schaffen Räume, in denen die einzelnen Akteure, die sich da eben als Produzenten erleben und sagen, konstituiert werden, nicht im gleichen sozusagen Bewegung vereinzelt werden, sondern sie schaffen eine Vielzahl von Momenten, in denen so etwas wie eine Kollektivität bewusst erlebt werden kann und eben auch kollektiv gehandelt werden kann. Und das erlaubt sozusagen sozusagen Aushöhlung der Demokratie, wenn wir das jetzt nicht als eben liberale repräsentative Demokratie verstehen, sondern eine Ausweitung. Also plötzlich werden neue Bereiche einer öffentlichen Deliberation und auch in einer kollektiven Entscheidungsfindung zugänglich, die nicht mehr darauf beruhen, dass es einen Unterschied gibt zwischen denen, die gewählt werden und denen, die wählen. Dass eben nicht mehr darauf beruht, dass man diese Aushandlungsprozesse an einige wenige delegiert, sondern dass man sagt, doch, es ist möglich, dass daran sich eine viel größere Zahl von Personen beteiligt. Das sind immer noch nicht alle und das müssen auch nicht alle sein. Wir kennen das ja selber, jeder hat ganz viele Bereiche des eigenen Lebens, wo er sozusagen im Alltag so froh ist, dass man sich nicht beteiligen muss. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle immer an allem sind, aber in dem Moment, wo etwas potenziell offen ist, verlangt das eine ganz andere Struktur. Also ähnlich wie Gerichtsakten potenziell öffentlich sind, und das ist ein wesentlicher Teil sozusagen, das ist nicht wie in den demokratischen Systemen, die das Gericht funktioniert, heißt das deswegen noch nicht, dass das nur relevant wird, wenn jeder Einzelne ins Gerichtsarchiv geht und die Dinge auch liest. Das Wissen darum, dass es möglich ist, dass sich eine größere Anzahl von Leuten daran beteiligt, hat einen Effekt. Genau wie das Wissen darum, dass etwas im Geheimen geschieht, dass etwas eben nicht einer öffentlichen Verhandlung zugänglich gemacht werden kann, auch einen Effekt hat. Und da sehen wir jetzt in den letzten Jahren, dass sich diese beiden Tendenzen parallel zueinander entwickeln. Also die Gesellschaft ist immer sozusagen ein konfliktuelles
sagen, Gebilde. Und wir sehen, dass das parallel zur Entstehung sehr, sehr mächtiger postdemokratischer Akteure und sehr, sehr großer sozusagen postdemokratischer Welten eben auch Bereiche entstehen, in denen eine Ausweitung der Demokratie, eine Ausweitung sozusagen der Beteiligungsverfahren jenseits der klassischen repräsentativen Verfahren denkbar und auch gelebt wird. Und das ist ein bisschen die, sozusagen die politische Spannung, die aus dieser Veränderung der kulturellen Muster herauskommt. Wenn man jetzt sagen würde, okay, die Ausweitung des Demokratischen durch das Öffnen einer potenziellen Beteiligung und dadurch eben auch auf eine Art eine Kontrollinstanz, eine demokratische Kontrollinstanz quasi mit einzuführen, wenn man diesen Weg jetzt forcieren wollen würde, welche Schritte wären dafür notwendig und mit welchen Instrumenten wären diese Schritte noch durchsetzbar? Das ist auch, stelle ich mir auch die Frage in Bezug auf, ob das dann innerhalb der bestehenden Institutionen und Strukturen überhaupt möglich ist, ja? Oder ob nicht gerade diese Institutionen, weil sie sich ja durch diese Entwicklung auch bedroht sehen, nicht eigentlich ja da in einem Art Rückzugsgefecht sind, wodurch ja auch quasi vehemente Beißreflexe entstehen könnten, die in diesem Rückzugsgefecht dann eben eigentlich auf diese ja dann mal als positiv zu bewertenden Tendenzen, dass die dann da drauf haben, also dass sie das quasi versuchen abzuwürgen. Mich interessiert quasi eine Überlegung dazu, wie ein möglicher Übergangsprozess aussehen könnte und mit welchen Mitteln dieser Kampf, wenn man so will, gefochten werden kann. Ich glaube, eine der fundamentalsten Aufgaben oder Herausforderungen ist es, herauszufinden, welche Bereiche des öffentlichen Lebens oder des gemeinsamen Lebens strukturiert werden sollen nach dem Muster sozusagen der öffentlichen Institution, die kennen wir. Öffentliche Gesundheitswesen, öffentliches Erziehungswesen und ähnliche Dinge, die ja strukturiert sind in eine spezifische Weise, die den Staat verlangen, die sozusagen allen einen gleichen Zugang zumindest versprechen, auch wenn sie es nicht immer einhalten können, aber wo eigentlich von so einer fundamentalen Gleichheit ausgegangen wird, auch eine Gleichheit von Rechten und Ansprüchen. Dagegen haben wir den Bereich des Marktes, der halt über Privateigentum geregelt wird. Und traditionell waren das die beiden Ordnungssysteme, die darum gefochten haben, für welchen Bereich sie jeweils zu gelten haben und wie der Rest der Gesellschaft organisiert sein muss, damit das geht. Und was Sie jetzt sehen, ist, dass ein drittes Ordnungsprinzip oder ein drittes Set von Institutionen, könnte man sagen, dazukommt. Nämlich die selbstorganisierten Gemeinschaften, jetzt mal ganz, ganz allgemein, die eben weder den Staat im klassischen Sinne brauchen, noch sich an alle richten, sondern primär mal an ihre Mitglieder richten, aber auch nicht auf den Markt orientiert sind, sondern sich organisieren, um die gemeinschaftliche Pflege oder Entwicklung einer für die Gemeinschaft nützlichen Ressource. Also wir sehen das im Bereich der Software, aber eben Wikipedia schon angesprochen, aber auch ganz vielen anderen. Wir sehen das in zunehmendem Maße eben auch Versuch, solche Elemente in den klassischen Stadtraum oder in den physischen Raum zu übertragen. Es gibt eine Renaissance von so Gemeinschaftsgärten. Es gibt in ganz Deutschland Versuche, die Energieversorgung oder vor allem die Energienetze zu rekommunalisieren, was eben nicht einfach eine Rückverstaatlichung ist, sondern sagt, nein, es muss eben ein anderes Set von Institutionen geschaffen werden, dass die nicht nur
eben auf den Markt reagieren, sondern ein anderes Set von Werten inkorporieren. Und die gesellschaftliche Auseinandersetzung, in der wir jetzt drin sind, ist herauszufinden, welches Ordnungsprinzip ist, also ganz allgemein gesprochen, soll für welchen Bereich gelten. Wollen wir die Schulen über den Markt organisieren? Also sollen wir jetzt auch mehr private Schulen zulassen? Soll das weiterhin eine staatliche Aufgabe sein, die öffentlich finanziert wird? Oder wollen wir mehr Elemente eines gemeinschaftlichen Schulwesens sozusagen zulassen? Und da wissen wir jetzt gesellschaftlich gesehen noch nicht, was für was gut ist. Was aber feststellbar ist, dass es der Platz für diese gemeinschaftlichen Institutionen, für die gemeinschaftliche Organisation einer Ressource jenseits, wie es oft so heißt, jenseits von Staat und Markt, dass den gibt es nicht einfach so. Das heißt, das muss in einer doppelten Auseinandersetzung sowohl dem Staat abgerungen werden, wie eben auch dem Markt. Und da ist keines dieser beiden Prinzipien soll gelten, sondern wir wollen ein drittes etablieren. Und das ist ein Prozess, der auf jeden Fall konfliktreich ist. Weil sowohl die Marktakteure natürlich starke Interessen haben, möglichst große Bereiche sozusagen des gesellschaftlichen Lebens in ihrem Sinne zu organisieren, wie natürlich auch die öffentlichen Institutionen nicht gern einerseits Aufgaben abgeben und andererseits aber auch von einem spezifischen Selbstbild und Bild ausgehen, was der Bürger ist, was er können soll und was er nicht können muss. Und da sind wir jetzt drin in einer großen Serie von völlig unklaren Aushandlungsprozessen, die durchaus jetzt nicht nur sind, dass die sozusagen Akteure, die gemeinschaftlichen Elemente wollen, das den anderen abbringen, sondern dass nicht auch, weil diese Dinge nicht mehr so klar sind, auch jetzt viele private, marktorientierte Akteure in immer weitere Gebiete vordringen und sagen, hey, eigentlich können wir das viel besser. Also man ist da mit einer Auseinandersetzung konfrontiert, oder wir stecken da mittendrin, die in alle möglichen Richtungen geht und gehen kann. Also kann es gut sein, dass wir in einer noch weiter in Richtung einer Durchkapitalisierung aller Lebensbereiche gehen, da sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Es kann aber auch sein, dass immer mehr Bereiche dieser Durchkapitalisierung sozusagen wie entfleuchen. Also wie eine Möglichkeit schaffen, sich eben so zu organisieren, dass sie eine größere Distanz dazu bekommen. Also wir sehen freie Software als einen Bereich, ist natürlich durchaus auch eingebunden in marktförmige Institutionen, aber zerstört sozusagen mehr Markt, nämlich für andere Formen von Softwareproduktion, wie das neue Marktfelder schafft. Das heißt, wir haben einen riesen Bereich hier, der plötzlich nicht mehr marktförmig organisiert ist. Und der kann zwar dann eben wieder in marktförmig überführt werden, aber er ist primär mal nicht so organisiert. Und wie diese Auseinandersetzung stattfindet, ob es eben gelingt, sozusagen die Energienetze wieder zu rekommunalisieren und in andere Institutionen zu überführen, ob es gelingt, aus einem zentralistischen Energienetz, wo einige wenige Produzenten, das ist eigentlich auch ein klassisches massenmediales Bild, einige wenige Produzenten produzieren für eine große Menge von mehr oder minder passiven Endverbrauchern, ob so etwas umgebaut werden kann in ein System, beispielsweise mit Solarzellen auf dem Dach, wo alle sowohl Produzenten wie Rezipienten sind. Das ist eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung, in der sind wir drin.
Und also zum einen wird mich quasi schon nochmal nachgehakt, so womit da, mit welchen Mitteln da sozusagen gehandelt oder das forciert werden könnte, dass es sozusagen eine Vergemeinschaftlichung gibt. Und das speist sich nämlich vor allem auch aus dem Gefühl, dass es ein absolut ungleicher Kampf ist, wenn man so will. Ja? Also, und zwar am Ende ja vor allem, weil, wenn man alles hinunterbricht, gibt es immer diesen ökonomischen Hebel. Also wenn jetzt allesamt die ökonomische Ausgangsbasis hätten, um Zeit und auch Ressourcen zu investieren in einen solchen Umbau, ja? Also vielleicht in erster Instanz mal in eine solche Auseinandersetzung, weil das ist ja schon auch ein Privileg, wenn man so will, ja, dass man überhaupt sagen, die Zeit und die Muße hat, von mir aus, sich damit auseinandersetzen zu können, geschweige denn auch sich zu engagieren in solchen gemeinschaftlichen Projekten und so weiter. Ich merke das zum Beispiel, unser Sohn ist in der freien Schule. Das ist ein absolut elitärer Kontext, insofern ist, dass sich das natürlich nur Leute leisten können, die zum einen das Schulgeld aufbringen können und zum anderen die Zeit aufbringen können, die Kochdienste, Putzdienste und so weiter zu übernehmen. Genau. Und dem zugrunde liegt eben, dass wir alle dem Druck der Existenz ausgesetzt sind, insofern ist, dass die Ressourcen unglaublich unfair verteilt sind und wir alle diesem ökonomischen Druck ausgesetzt sind. Das bringt mich dann am Ende zu der Frage, ob nicht diese positive Vision einer auf Gemeinschaftlichkeit basierten oder commons-basierten, wenn man so will, Gesellschaft nur denkbar ist, wenn das Hand in Hand geht mit einer grundsätzlichen Neuorientierung des Eigentums, also des Gedankens des Eigentums. Ja? Also weil, so wie es jetzt verteilt ist, ist das einfach ein schwierig vorstellbar, weil da die Ressourcen kommen. Ob es möglich ist, in einer Gesellschaft relevante, sozusagen commons-orientierte Bereiche zu schaffen. Oder ob das sozusagen nur möglich ist, wenn die Gesellschaft als Ganzes umgewälzt wird, ist eine sowohl theoretisch wie auch praktisch extrem schwierig zu beantwortende Frage. Also kann es in einer Gesellschaft nur eine sozusagen dominante Logik geben, die alle anderen Logiken an den Rand drückt? Oder kann es sozusagen aus dem Widerstreit verschiedener Akteure sozusagen ein System geben, in dem verschiedene Logiken an verschiedenen Orten herrschen? Das, auf eine Art muss man das sehen. Ich bevorzuge jetzt mal das Zweite, weniger jetzt aus theoretischen Gründen, sondern aus politischen Gründen, weil es Handlungsmöglichkeiten gibt. Da muss man, wobei man eben schauen muss, dass man da sich nicht in welchen Illusionen sozusagen der eigenen Nische hergibt. Aber die Schwierigkeit besteht darin, und es ist eine extrem ungleiche Auseinandersetzung, dass man ja in einem System oder in einer Gesellschaft, die ja schon da ist, die ja schon funktioniert, die ja schon strukturiert ist, ob sie jetzt besser oder weniger gut funktioniert, ist egal, sie ist aber schon strukturiert, Platz machen muss für ein weiteres oder für ein anderes sozusagen Strukturierungsmuster. Und das ist insofern extrem schwierig, weil es ja nicht einfach Staat und sozusagen Markt gibt, sondern dass die im Wesentlichen ja dasselbe geworden sind. Das heißt, der Staat erlässt ganz viele Regeln und Gesetze und Vorschriften, die darauf abzielen, dass die Märkte funktionieren und dass marktförmiges Handeln sozusagen belohnt wird. Das heißt, man hat eigentlich mit einem Riesen sozusagen gegenüber zu tun, der die Welt strukturiert in einer Art und Weise, die für die Kommen sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, man muss auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig ansetzen, was praktisch nicht möglich ist.
Ich kann nicht gleichzeitig einen Biobauernbetrieb machen, darüber nachdenken, wie ich das Verhältnis zu meinen Kunden organisiere, plus und noch politisches Lobbying betreiben, damit mir irgendwelche Lebensmittelvorschriften, Hygienevorschriften es nicht überhaupt unmöglich machen, Dinge zu verkaufen, ohne dass sie zuerst industriell prozessiert wurden. Oder? Also es sind so viele Dinge, die da gleichzeitig kommen. Gleichzeitig müsste ich überhaupt noch das Bewusstsein dafür schaffen und den Leuten einen anderen Lebensstil beibringen und so weiter. Also das heißt, es ist als eine Gesamtsumme von Ebenen, die ineinander greifen müssen, nicht handelbar. Das ist, glaube ich, das geht nur sozusagen, wenn die bestehenden Institutionen dermaßen zerstört sind, dass sie nicht mehr fähig sind, den Alltag zu organisieren. Das ist aber ein Punkt, an dem wir lieber nicht kommen möchten. Weil in der Regel ist das die Situation, die Verliererseite nach dem Krieg hat. Oder? Oder die nach einer katastrophalen politisch-wirtschaftlichen Krise eingetreten ist. Gleichzeitig sehen wir eine Vielzahl von individuellen, kleineren Initiativen und Prozesse, die auf einer dieser vielen Ebenen jeweils angesiedelt sind. Und wir leben eigentlich heute, glaube ich, in einem goldenen Zeitalter der gesellschaftlichen Experimente. Es ist noch nie so viel, so fundamental über Dinge nachgedacht worden, oder schon lange nicht mehr, wie jetzt. Und das heißt nicht nur der Biobauer, der für die gehobene Mittelklasse produziert, sondern auch ganz, ganz grundsätzliche Sachen. Wie wollen wir Geld organisieren? Die Idee, und es ist eben nicht nur eine Idee, sondern tatsächlich eine Praxis ist, dass wir sagen, hey, wir können Geld ganz anders organisieren. Wir brauchen keine Bank dazu, wir brauchen keine Nationalbank. Wir können sozusagen das anders machen. Das ist ein gesellschaftliches Experiment, wissen wir nicht genau, was dabei rauskommt, auf einer Grundsätzlichkeit, die neu ist. Es gab schon lange natürlich Experimente mit Tauschgeld und lokalen Währungen und so, aber die Skala, die jetzt ermöglicht ist, das mit Hunderten von Millionen Leuten zu machen, Milliarden an Geld jetzt in dem Fall zu binden, die ist neu. Und ohne dass ich jetzt eine spezifische Meinung zu Bitcoin oder ähnlichen alternativen Währungen sozusagen feststellen will, sieht man einfach, dass es gibt ein Experiment auf einer Ebene, wo es vor kurzem keine Experimente gab. Und das sieht man auch überall. Und die politisch entscheidende Frage, glaube ich, ist jetzt, werden diese verschiedenen Elemente, diese verschiedenen Experimente, diese verschiedenen so ansatzweise anders strukturierten Realitäten, werden die zu einem Punkt kommen, wo sie ihre individuelle Isolation voneinander überwinden können? Also ist es möglich, sozusagen, was passiert, sozusagen, wenn der Biobauer Bitcoin benutzt? Also jetzt ein bisschen so als plakatives Beispiel. Es sind jetzt noch sehr, sehr unterschiedliche Welten, die haben nichts miteinander zu tun. Es gibt sehr viele Gründe, warum der Biobauer vielleicht irgendwie ideologisch und weltanschaulich Bitcoin ablehnen würde oder die selbstorganisierte Schule oder weiß ich nicht was. Und es ist jetzt auch nicht mein Punkt zu sagen, Bitcoin ist die Antwort jetzt für alles, also das ist die neue gesellschaftliche Infrastruktur. Aber wir sehen einfach, es sind extrem viele Experimente, die jeweils in ihrem isolierten sozusagen Raum und isolierte gesellschaftliche Ebene und eben isolierten gesellschaftlichen sozusagen Kontext stattfinden. Und jeder dieser einzelnen Experimente kämpft sozusagen alleine, individuell,
gegen ein extrem feindliches oder ein zumindest nicht unterstützendes gesellschaftliches Gesamtumfeld. Und möglicherweise kommen wir zu dem Punkt, wo diese einzelnen Dinge besser miteinander interagieren und dann plötzlich das Handeln auf verschiedenen Ebenen möglich wird. Das ist zum Beispiel jetzt gerade sehr viel Energie reinfließt, ist in die Gründung alternativer Banken. Und einfach das hat jetzt nichts mit Bitcoin oder das ist auch nicht technisch besonders innovativ, aber mit der Erkenntnis, dass die bestehenden Banken gemeinwohlorientierten Unternehmungen nur ungern Geld leihen. Weil sie es nicht verstehen, weil sie sozusagen nicht diese Kennzahlen haben, die normalerweise notwendig sind, um mit einer normalen Bank in Verbindung zu treten und so weiter. Und zunächst hat der Biobauer und da nichts miteinander zu tun. Das sind nicht die gleichen Leute, das sind nicht die gleichen Kulturen, das sind nicht die gleichen Ebenen, auf denen die agieren. Aber möglicherweise, wenn diese Infrastruktur auf der einen Ebene funktioniert, kann sie eine Dynamik auf der anderen Ebene auslösen, die dann wieder zurückwirkt. Und das ist im Moment so ein bisschen der Punkt, an dem wir stehen, scheint es mir, dass wir all diese Experimente sehen, aber sie sind noch nicht miteinander verbunden. Und möglicherweise werden sie es nie. Und die werden individuell sozusagen entweder in eine Mikronische sozusagen sich halten können oder wieder verschwinden. Oder sie entwickeln tatsächlich so etwas wie eine Kraft, die größer ist als nur die Addition ihrer Einzelteile. Und dann sind wir in einer Phase, wo es tatsächlich interessante gesellschaftliche Auseinandersetzungen geben kann, die jetzt nicht nur sozusagen rückwärtsgewandt und reaktionär sind. Glaubst du, der Weg, um potenziell zu einer solchen Verbindung der verschiedensten Ebenen und Experimente zu kommen, ja, also um diese Verbindung zu erzeugen, ist ein Modell des kleinen, vereinzelten und quasi das Richtige? Ja? Oder braucht es eventuell doch sagen, sowas wie ein gesamtgesellschaftliches Projekt, unter dessen Flagge, wenn man so will, diese Bemühungen subsumiert werden können, sodass sie auch in der Artikulation nach außen hin besser darstellbar sind und dadurch auch besser wahrnehmbar und auch handlungsmächtiger auf eine Art. Ja? Mhm. Weil, also vielleicht ganz konkret auch in Bezug auf diese Frage, die ich vorhin hatte, der ungleichen Verteilung der Mittel eigentlich letztlich. Ja. Ja, also die. Also wie kommt man in eine Position, in der es überhaupt möglich ist, sondern dieses bestehende hegemoniale Konstrukt herauszufordern? Und da braucht es zwei Dinge mindestens. Das eine ist, es braucht eine soziale Basis, dass es Leute geben, die das machen wollen. Und diese soziale Basis, die kommt nicht einfach so. Also es muss Leute geben, die sehen, dass ihr eigenes Leben nicht innerhalb der Strukturen, die hegemonial vorgegeben werden, gelebt werden kann. Das ist das eine. Das andere ist, es muss ein Bewusstsein dafür geben, dass die Probleme, aber auch die Lösungsansätze, die im eigenen Leben relevant sind, nicht sozusagen eine kollektive Dimension haben. Oder? Das heißt, sie müssen Teil eines größeren Projektes darstellen,
unter das sie aber nicht aufgehoben werden können. Und insofern, glaube ich, braucht es eben beides. Es braucht die tatsächlichen sozialen Experimente. Es braucht Leute, die Aspekte ihres Lebens anders organisieren, die beginnen, sozusagen an anderen Strukturen zu arbeiten. Aber wenn die vereinzelt sind, dann werden die alle individuell scheitern. Also ähnlich wie die ganzen Versuche in den 70er Jahren über Kommunen und Kooperativen alternative Gesellschaftsmodelle aufzubauen, jedes einzelne individuell für sich gescheitert ist. Oder eine gewisse Nische ist, oder sich irgendwie transformiert hat. Es geht mir nicht darum, dass das alles schlecht war oder so, aber sozusagen einfach alleine oder weitgehend isoliert diese Auseinandersetzung führen musste und es eben nicht geschafft hat, ein gemeinsames Projekt zu entwickeln. Und dafür braucht es Vorstellungen, Ideen, Narrative, braucht es Pläne. Aber diese Vorstellungen, diese Pläne, die müssen auch sozusagen eine gewisse Resonanz entfalten können. Das heißt, es braucht auch den Resonanzkörper in der Gesellschaft, sonst ist es halt einfach eine Idee, die für die meisten obstrus und irgendwie komisch, vielleicht noch vage attraktiv, aber völlig unerreichbar tönt. Das heißt, es braucht beides. Und dann ist dann für mich ein bisschen eine persönliche, individuelle Frage, auf welcher Ebene man sich jetzt eher verortet. Oder ist man jetzt eher jemand, der gerne am Konkreten arbeitet? Oder hat man die Muße und die sozusagen persönliche Konstitution und die Voraussetzung natürlich immer auch an sozusagen abstrakteren Fragen zu arbeiten, eben wie Dinge vielleicht in einen gemeinsamen Horizont artikuliert werden können. Das ist für mich überhaupt kein Widerspruch und auch kein Entweder-Oder, sondern die Aufgabe ist dermaßen komplex und dermaßen groß, dass es tausend Orte gibt, an denen man sinnvoll anfangen kann.